Als nächster hat das Wort Ruppert. Ruppert spricht für eine Organisation, die ihr alle kennt, für die ihr hoffentlich alle auch schon mal unterschrieben habt, für Campact. Ruppert, du hast das Wort. Ja, Ruppert von Campact, für die, die es noch nicht kennen, vielleicht doch, sind eine Kampagnenorganisation. Wir arbeiten online, erreichen über 800.000 Leute mittlerweile per E-Mail, machen Online-Appelle und auch reale Aktionen. Größere Demos und viele Aktionen, zum Beispiel vom Kanzleramt. Campact hat das Unfallzeilenbündnis vor circa einem Jahr mit initiiert und mitgegründet. Ein sehr, sehr breites Bündnis, wo ihr euch sicher auch euch vorstellen könnt, dass es da auch Reibereien gibt und es nicht einfach ist, so ein Bündnis zusammenzuhalten. Campact hat es nicht nur gegründet, sondern ist in diesem Bündnis auch sehr aktiv. Bewirbt über diesen großen Verteiler, den wir haben, die Umverteilen-Aktionen, zum Beispiel bundesweit jetzt den Umverteilen-Aktionstag. Machen für das Bündnis auch Aktionen hier in Berlin, hatten letztes Jahr zum Beispiel zwei Aktionen vom Kanzleramt, einmal mit dem Dagobert und einmal mit einem großen Goldberg, den wir umverteilt haben. Morgen sind ein paar von uns in Augsburg beim SPD-Parteitag, um der SPD auf die Finger zu schauen, notwendigerweise, und vielleicht auf die Finger zu hauen, was die Vermögensteuer angeht. Da geht es darum, dass die eventuell Betriebsvermögen komplett rausnehmen wollen, was viele, viele Schlupflöcher wieder öffnen würde. Richtig! Campact ist dann auch an den Herbstaktionen, an der Planung der Herbstaktionen beteiligt. Vor der Wahl wird es ja nochmal richtig ernst. Müssen wir alles geben. Am 14. September ist dann eine Großaktion in Berlin. Zusätzlich zum Umverteilenbündnis arbeiten wir zum Beispiel zur Steuerpolitik, haben letztes Jahr mit ATTAC. Lief auch dabei? Oder? War letztes Jahr Lief auch dabei? Oder bei der letzten Aktion letztes Jahr? Also mit ATTAC, WEED und anderen Organisationen haben wir sehr lange daran gearbeitet, das Steuerabkommen mit der Schweiz zu verhindern. Gegen den Willen von Herrn Schäuble, der ja Steuerbetrüger Anonymität und Straffreiheit verschaffen wollte, die ihr Geld in der Schweiz geparkt haben, gegen ein paar versprochene Milliarden. Und jetzt gerade, habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, gibt es den Offshore-Leaks, wo die ganzen Daten über die Steueroasen öffentlich gemacht worden sind. Da haben wir jetzt auch gleich einen Appell dazu gestartet, wieder mit verschiedenen Organisationen, unter anderem auch WEED, wo Markus dabei ist. Wird er gleich noch kurz was zu sagen. Ich wollte noch kurz sagen, was man machen kann. Einmal bei Campact kann man natürlich sich für den Newsletter eintragen und die entsprechenden Appelle online unterschreiben. Gerade in Berlin macht Campact auch sehr häufig halt sogenannte Offline-Aktionen, dass wir also kleine Demos und Presseaktionen organisieren vom Kanzler. Ja, heißt bei uns so. Also ihr wisst alle, ihr seid offline jetzt gerade. Genau, ihr seid jetzt gerade bei einer Offline-Aktion im Campact, right? Dass wir also vom Bundesrat oder vom Kanzleramt oder sonst wo Aktionen organisieren, wo dann, weil die meistens relativ früh sind, aus Pressegründen nicht ganz so viele Leute, vielleicht 50 dabei sind, aber wir häufig damit in die Presse kommen, auch in die Tagesschau, wenn diese entsprechenden Themen gerade auf der Tagesordnung stehen und damit dann Hunderttausende erreichen mit dem Thema. Unabhängig von Campact sollt ihr euch natürlich auch woanders organisieren. Sollt ihr nach Frankfurt fahren, zum Blockupy, könnt euch in lokalen Bündnissen und Organisationen, zum Beispiel in ATTAC, engagieren und natürlich tagtäglich diskutieren, aufklären und andere Menschen überzeugen. Und einen Termin haben wir auch noch in Berlin. Vom 24. bis 26. Mai findet ein Umverteilen-Kongress statt. Da gibt es die Informationen auf der Umverteilen-Webseite. Und allgemein, ganz, ganz wichtig, noch Abgeordnete nerven im Wahlkampf, wenn sie irgendwo auftreten oder einen Stand haben, da vorbeigehen und sie mit den wichtigen Themen nerven. So, ich übergebe an Markus. Vielen Dank, Ruppert, für dass du zu unserer Offline-Aktion, wie ich gehört habe, gekommen bist.